Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Opa Wolfgang zeigt, wie es funktioniert. Heute geht es um Speiseeisherstellung. Ich möchte euch zeigen, wie das geht und wie das funktioniert. Ich habe hier schon mal aufgebaut, was man alles dazu braucht. Doch bevor ich das im Einzelnen erkläre, möchte ich euch zunächst mal etwas über das Grundprinzip der Eisherstellung erzählen. Ja, das Grundprinzip der Speiseeisherstellung oder das Geheimnis ist eigentlich ganz einfach das, wie bekommt man ein gefrorenes, hartgefrorenes Eis zu einer cremigen, sehr schmackhaften Masse. Die Kunst ist einfach, die Eiskristalle so weit zu zerkleinern, dass man die beim Essen kaum noch merkt. Dazu kommt ein weiteres Geheimnis, nämlich das Fett. Fett und Wasser gehen ja normalerweise nur schwer oder gar nicht zusammen, also brauchen wir einen Emulgator. Und für diesen Emulgator, damit sich das schön vermischt, benutzen wir ein Ei. Das Eigelb ist ein Emulgator und das verbindet das Wasser und das Fett. Neuerdings gibt es andere Möglichkeiten, das Ei wegzulassen. Das werde ich euch auch noch im Einzelnen erklären. Dazu braucht man andere Emulgatoren, meist auf pflanzlicher Basis. So, liebe Freunde, ich habe euch mal hier meine Geräte und Zutaten aufgebaut, was wir alles dazu brauchen. Als erstes möchte ich mal mit der Eismaschine anfangen. Ich habe hier ein Gerät mit 2 Liter Fassungsvermögen. Nicht ganz billig, so etwas kostet im Handel etwa 300 Euro. Es gibt preiswertere Geräte mit etwas weniger Fassungsvermögen. Ich denke, es geht etwa bei 150 Euro los. Aber Eismaschine ist meiner Meinung nach absolute Voraussetzung, um ein halbwegs vernünftiges Eis herzustellen. Es gibt eine Möglichkeit mit besonderen Rezepten ohne Eismaschine oder mit einer einfachen Eismaschine. Da gibt es Kübel, die werden in die Gefriertruhe gestellt, werden vorgekühlt und mit dem gespeicherten Eis oder mit der gespeicherten Kälte kann man dann ein Eis herstellen. Meine Erfahrung, wenn ihr ein vernünftiges Eis machen wollt, kauft euch eine Eismaschine. Ihr werdet sicherlich viel Freude dran haben, unter Garantie. Die Zutaten, relativ einfach. In dem ersten Rezept Milch und Sahne, etwa halb und halb. Gibt es verschiedene Rezepte, mal mehr, mal weniger. Wir brauchen Eier dazu. Ich verwende bei meinem Rezept 5 bis 6 Eigelb als Bindemittel. Und Zucker. Normaler Zucker reicht vollkommen aus für sowas. Ich verwende aber immer einen Anteil an Traubenzucker, weil der die Kristallbildung etwas unterdrückt und das Eis damit etwas cremiger wird. Eine Prise Salz dazu als Geschmacksträger, echte Vanille und das war's dann schon. Hier auf dieser Seite habe ich die Zutaten für ein Eis komplett ohne Ei, aber ansonsten relativ gleich. Ihr seht schon, hier gibt es ein wesentliches Mehr an Zutaten, die man verwenden muss, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Am Ende wird eine sogenannte Eisbasis hergestellt, die man dann für die Milch und für die Sahne verwenden kann. Zutaten zu dieser Eisbasis ist Gurkernmehl, Johannesbrotkernmehl, Inulin und Magermilchpulver. Das Gurkernmehl und das Johannesbrotkernmehl sind Bindemittel, auch sehr ballaststoffreich, werden in der Vitalküche auch gerne verwendet. Das ist überhaupt kein Problem, man muss es nur entsprechend dosieren. Das ist ganz wichtig, dass man da nicht zu viel erwischt. Ich zeige euch dann einen Link noch dazu, wo man hier wunderschöne Rezepte macht. Ich habe das schon probiert. Mit der Eisbasis dann ein vergleichbares Vanilleeis hergestellt. Es funktioniert wunderbar. Das einzige Problem,
das ich sehe, sind einfach die Zutaten, die nicht von heimischen Höfen kommen, sondern das kommt alles von Übersee, aus den Tropen. Gurkernmehl, Johannisbrotkernmehl wächst alles nicht bei uns, muss importiert werden. Auch hier Traubenzucker und Zucker als Zutat und die Milch und die Sahne. Milch und Sahne kann ich natürlich auch komplett ersetzen durch Kokosmilch und Kokosöl. Dann bin ich komplett vegan bei meinem Eis, das eigentlich genauso schmeckt, aber der Aufwand, man sieht es hier, die Zutaten, ist einiges höher. Ob man sich das unbedingt antun möchte, sei dahingestellt, aus gesundheitlichen Gründen. Ohne Ei, wunderbare Sache. Mit Kokosöl und Kokosfett habe ich natürlich wieder zwei Zutaten, die auch von Übersee kommen. Das Allereinfachste ist eine Fertigmischung. Auch die gibt es im Onlinehandel. Das hier ist ein Kilo. Reicht für insgesamt dann Gesamtmasse 4 Kilo Eis. Dazu brauche ich nur Wasser nach Bedienungsanleitung. Es wird quellen lassen. Fertig, dann kommt es in die Eismaschine. Ich möchte euch noch ein weiteres wichtiges Handwerkszeug ans Herz legen. Das ist mein Laserthermometer. Was Besseres gibt es gar nicht für die Küche. Weiterhin brauchen wir eine Küchenwaage, und zwar eine möglichst genaue. Und wenn man mit den Pülferchen arbeitet, die ich euch gezeigt habe, dann braucht man sogar eine Briefwaage dazu. Als erstes schlage ich mir meine Eier auf. Ich mache das nach alter Methode immer einzeln. Und dann trennt man. Einfach so hin und her kippen. Das Eigelb vom Eiweiß und das Eiweiß, Eigelb kommt da rein. So, ein Tipp. Das hebe ich natürlich auf, das gibt ein gutes Rührei. Später habe ich mir noch eins rein. Und anschließend bitte die Finger waschen. Ihr fasst die Eierschalen an und aufgrund der möglichen Salmonellengefahr soll man auf jeden Fall hier peinlich sauber arbeiten. So, die Eier kommen jetzt in die Rührschüssel. Da kommt dann der Zucker dazu und die Prise Salz. Ich nehme jetzt mal 75 Gramm Traubenzucker. Und genauso viel normalen Zucker. Gib das jetzt schon mal dazu. Den Rest dann beim Rühren. So, das Ganze lasse ich dann schön aufrühren, bis es eine gleichmäßige Masse ergibt. So, während meine Eimasse schön vor sich hin rührt, fülle ich mir schon mal die Milch und die Sahne ab. Wie gesagt, einen halben Liter Sahne. Und einen halben Liter Vollmilch. Man kann auch Haarmilch nehmen. Das ist je nachdem, wie cremig man das Eis haben will. So, eine Liter. Das nächste ist mein Simmertopf. Das ist eine sehr praktische Geschichte. Mit dem kann man nämlich die Milch nicht anbrennen. Wir haben einen doppelten Boden,
Da drin ist Wasser aufgefüllt und da kommt jetzt meine Milch rein und die wird jetzt erhitzt erstmal auf 80 Grad. Da muss man natürlich immer dabei bleiben, damit er nichts schief geht. Jetzt kommt meine Vanilleschote zum Einsatz. Die wird der Länge nach aufgeschnitten. Und ausgekratzt. Das kommt dann in die Milch gleich mit rein und wird mit erhitzt. Übrigens die Stängel kommen ebenfalls mit in die Milch, müssen aber natürlich dann zum Schluss wieder raus. Einen Tipp gebe ich euch noch mit. Nehmt für die Milch noch 3 bis 4 Kaffeebohnen mit dazu, einfach mit reinschmeißen, und die Kaffeebohnen, die pushen den Vanillegeschmack, verspreche ich euch. Kommen aber zum Schluss natürlich wieder raus. So, liebe Freunde, zum Erhitzen der Eismilch sozusagen ist Folgendes zu sagen. Das ist eigentlich das Problematischste bei der privaten Eisherstellung mit Roheiern. Erstens mal vertragen die Eier nicht übermäßig viel Hitze. Über 80 Grad gerinnen euch die Eier, dann stockt es zusammen. Sie haben Rührei und das Ei hat unser Eis verdorben. Erhitzt man zu wenig, läuft man Gefahr, dass die Keime nicht abgetötet werden. Also braucht man immer so einen Mittelweg zwischen 75 bis 80 Grad, eine Zeit lang etwa 10 Minuten und dann ist alles gut. Das ist wirklich das Einzige, auf was ihr achten müsst, und da müsst ihr dabei bleiben. Am besten mit einem Thermometer und am besten mit so einem Simmertopf, den ich euch gezeigt habe. Okay, so, wir haben jetzt knapp 75 Grad, das ist jetzt genau richtig. Wichtig ist, dass man immer mal umrührt, damit sich nicht eine Haut bildet. Oh, wir haben ja sehr viel Sahne dabei. Und jetzt kommt als Nächstes unsere Eimasse dazu. Die habe ich mit einer halben Tasse Milch etwas verdünnt und noch einmal kurz aufgerührt. Und die wird jetzt hier ganz vorsichtig dazugegeben. Jetzt schön vorsichtig, nicht zu viel, damit mir die Eimasse nicht überhitzt. So, jetzt müssen wir die Temperatur jetzt wieder auf etwas unter 80 Grad kriegen. Immer schön aufpassen, damit es nicht so heiß wird. Immer schön dabei rühren und diese knapp 80 Grad halten wir dann 5 bis 10 Minuten. Falls das noch nicht passt, kann man das noch einmal etwas nachzuckern. Oh, das ist lecker. Das ist lecker, passt ganz genau. Jetzt können wir es vom Herd nehmen und dann gebe ich das in eine größere Schüssel. Das wird jetzt auf Zimmertemperatur abgekühlt. Besser noch auf Kühlschranktemperatur, bevor wir es in die Eismaschine geben. Also bitte nicht warm in die Eismaschine, sondern erstmal abkühlen. Das kann man machen, indem man die Schüssel dann in die Spüle stellt, kaltes Wasser drunter oder sogar Eiswürfel. Gut, die Eismasse ist jetzt abgekühlt und jetzt wird sie in die Kühlbehälter umgefüllt. Dabei ist zu beachten, dass man den Behälter natürlich nicht ganz voll macht. Ich gebe hier die Hälfte rein. Allerhöchstens, weil sich durch das Eisrühren das Volumen dann vergrößert. Gut, kommen wir in die Eismaschine. Das Rührwerk oben drauf. Der geht drauf. Und jetzt ganz einfach Einstellung, Eiscreme, eine Stunde und Start.
So, ich glaube, das Eis ist fertig. Wenn sich das jetzt hier so mehr oder weniger auf der Stelle dreht und sich nicht mehr durchmischt, dann braucht es eigentlich nur noch ein bisschen gekühlt zu werden und unser Speiseeis ist fertig. Okay, dann starten wir das mal und stellen es rein auf Kühlen. So, liebe Freunde, unser Eis ist fertig. Das ist was Leckeres. Wir haben jetzt nur ein Vanilleeis gemacht, in Anführungszeichen nur, aber absolut lecker. Mit Ei, mit Milch und Sahne und mit Zucker. Mehr war da im Großen und Ganzen, außer Vanille natürlich, nicht dabei. Das Ganze kann man natürlich jetzt variieren. Man kann mit so einer Maschine wunderbar experimentieren. Tut einfach mal Mascarpone mit rein oder Weintrauben oder Rosinen, Malaga-Wein, ein Schnapsgläschen dazu. Habt ihr ein wunderbares Eis wie vom Italiener. Erdbeeren, Himbeeren, experimentiert einfach damit. Das ist das Schöne am Eis selber machen. Absolut leckeres Produkt und selber gemacht und man weiß, was drin ist. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Abo da, Daumen hoch, ein Gefällt mir und ich bedanke mich bei euch für eure Geduld und Aufmerksamkeit und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.